Der Kollege Dr. Stefan Ruppert hat für die FDP-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich finde es auch gut, und das sollten wir als Parlamentarier immer mal wieder herausstellen, dass es uns gelungen ist, einen ganz breiten parteipolitischen Konsens in der Frage zu finden und die unterschiedlichen Interessen, aber auch die unterschiedlichen politischen Vorstellungen vom Gelingen eines gemeinsamen Arbeitens zwischen Exekutive und Legislative unter einen Hut zu bringen. Und da er es nicht selbst für sich tun kann, finde ich, ist es auch mal an der Zeit, Herrn Kaster zu danken, der das alles ausgesprochen gut und kollegial koordiniert hat. Vielen Dank. Jetzt könnte man sich noch mal überlegen an zweiter Stelle, was eigentlich wäre, wenn diese Debatte am 1. August 2009, ich nehme mal ein Beispiel, am 1. August 2009 stattgefunden hätte. Wer sich nicht mehr so genau erinnert, was da war kurz zuvor das Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts verkündet worden. Und ich will jetzt, liebe Kolleginnen von SPD und Grünen, Ihnen ersparen, Ihre damaligen Reaktionen auf dieses Lissabon-Urteil Ihnen vorzuhalten. Wegen des vermeintlich Ihnen nicht nahestehenden oder wahrscheinlich tatsächlich nicht nahestehenden Berichterstatters haben Sie damals von dumpfen nationalen Tönen oder zumindest Untertönen gesprochen. Sie waren besorgt darüber, dass am deutschen Wesen wieder die Welt genesen solle. Und es war breite Empörung in Ihren Reihen darüber, wie man so darauf kommen könnte, etwas so Gutes wie die europäische Integration dadurch zu behindern, dass man nationalen Parlamenten mehr Rechte einräumen will. Diese Vorstellung, dass es ein Malus für die europäische Integration sei, wenn man den Deutschen Bundestag stärke, von dieser Vorstellung haben Sie sich zum Glück innerhalb von kürzester Zeit mit einer 180-Grad-Drehung Ihrer politischen Aussagen schnell wieder entfernt und sind sehr schnell, aus guten Gründen, wie ich finde, auf die Systematik, die damals angestoßen worden ist, die Systematik des Lissabon-Urteils, eingestiegen. Der Deutsche Bundestag hat sich nämlich viele Jahrzehnte nicht um seine Beteiligungsrechte bei der europäischen Integration gekümmert, anders als die Länder, die durchaus darauf auch schon früher einen Blick hatten. Und erst als das Karlsruher Urteil, und da ist dieses Lissabon-Urteil eben zentral, uns diese Mitwirkungsrechte eingeräumt hat, haben wir uns verstärkt auch um unsere Teilhaberechte gekümmert. Auch damals schon. Sie können eine schöne Gesetzeskommentierung von mir dazu lesen. Ich kann Ihnen mal sagen, wann die ersten Initiativen aus Ihrer Fraktion dazu kamen und wie die ersten Debatten in den Jahren 2009 noch stattgefunden haben, kurz vor dem Lissabon-Urteil. Heute sind wir deswegen zum Glück einen Schritt weiter, aber wir haben auch festgestellt, dass zahlreiche Möglichkeiten der Beteiligung der nationalen Parlamente, die wir heute haben, sich bisher als relativ stumpfe Schwerter herausgestellt haben. Ich nenne die Subsidiaritätsrüge, aber auch Subsidiaritätsklage, weil wir feststellen, dass die parlamentarischen Abläufe und die Koordinierung mit anderen europäischen Parlamenten faktisch so zeitaufwendig ist, dass die dort vorgefundenen Fristen in der Regel nicht ausreichen, um sowas auf die Beine zu stellen. Umso wichtiger ist es, dass wir heute deshalb im EuZBBG nicht so sehr auf formale Mittel setzen. Die sind auch wichtig, sondern darum, dass eine Exekutive zu jedem Zeitpunkt einer Debatte weiß, sie informiert das Parlament, den Deutschen Bundestag. Der Deutsche Bundestag nimmt diese Informationen auf, bewertet sie politisch und kann seiner eigenen Regierung oder auch aus der Oppositionsrolle heraus dann sagen, wie weit auch man bereit ist, den Weg auf europäischer Ebene mitzugehen. Und diese genaue Teilung von Kontrolle und Legitimation und Ermächtigung, die ist, glaube ich, genau richtig gewählt im EuZBBG heute, und deswegen stimmen wir aus voller Überzeugung zu. Lassen Sie mich aber noch eins am Ende sagen. Wir sollten die Schrauben auch nicht überdrehen. Es gibt Bereiche exekutiven Handelns, die durchaus auch von der Exekutive alleine wahrgenommen werden müssen. Es gibt einen Kernbereich exekutiven Handelns, den wir ernst nehmen sollten. Und ich glaube, wer schon mal Verhandlungen auf europäischer Ebene erlebt hat oder davon berichtet bekam, der weiß, dass man nicht alles
bis ins kleinste Detail in solchen Verhandlungen determinieren, aber auch kontrollieren oder voraussagen kann. Insofern auch hier findet der heutige Vorschlag ein ausgewogenes Verhältnis zwischen exekutivem Kernbereich auf der einen Seite und parlamentarischen Kontrollrechten auf der anderen Seite. Ich muss sagen, ich wäre einmal gern grüner gewesen. Ich hätte nämlich dieses Gesetz offen gesagt auch lieber zu einem Zeitpunkt auf den Weg gebracht, als uns Karlsruhe noch nicht dazu aufgefordert hat. Es ist immer besser, wir machen Gesetze selbst, als dass wir Handlungsaufträge aus Karlsruhe zu diesen Dingen bekommen. Das war damals, sage ich mal so ganz versöhnlich, noch nicht gemeinsamer Verhandlungsstand. Und deswegen sind wir dann etwas später aufgebrochen. Aber dafür haben wir umso bessere Ergebnisse erzielt. Vielen Dank.